Gab es denn auch Erlebnisse, die durchaus positiv sind, an die Sie sich erinnern? War relativ zu Anfang. Da fingen wir an, das Kinderproblem zu lösen. Das heißt, es war üblich in der DDR, dass Vater oder Mutter sich im Westen absetzten, um dort eine Existenz aufzubauen, eine Wohnung zu suchen. Und das Kind in der DDR blieb bei der Oma oder so. Und als die Mauer gebaut wurde, gab es über 2000 Kinder, die in der DDR saßen und die Eltern in der Bundesrepublik. Und die DDR weigerte sich hartnäckig, die Kinder ausreisen zu lassen. Ich spreche jetzt nur von den Kindern, wo die Sorgerechtsfrage klar war. Das Deutsche Rote Kreuz, der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg hat die betreut und hatte die Akten alle und so. Und als wir nun die ersten Häftlingsaktionen hinter uns hatten, ich kannte die Lage sehr gut, habe ich gedacht, warum sollen wir das nicht auch aufgreifen? Und dann haben wir das gemacht und es ist ja auch zum guten Ende nachher ausgegangen. Und Sie fragen mich nach einer persönlichen Geschichte und die will ich Ihnen jetzt erzählen. Eines Tages erschien eine Dame in meinem Büro, eine sehr nette, attraktive Dame, und unter unglaublichen Tränenfluss erzählte sie mir, dass ihre Tochter, sie sei jetzt im Westen und ihre Tochter bekomme keine Ausreiseerlaubnis. Die Rechtslage war völlig klar, das Kind war noch unter dem Alter und das Sorgerecht war völlig klar. Ihr Mann war auch im Westen und bat mich also händeringend, knieringend zu helfen. Na gut, ich habe mich mit Vogel in Verbindung gesetzt und so. Und dann habe ich von Herrn Vogel nichts gehört, lange Zeit nicht mehr. Dann habe ich immer wieder mal gebohrt. Ich sage, Vogel, was ist denn hier? Die Sache ist doch völlig klar, das müsste kein Problem sein. Was ist hier los? Und er hat nichts gesagt. Und also es zog sich unendlich hin. Und alle Monate kam die arme Mama zu mir und saß wirklich Tränen aufgelöst an meinem Schreibtisch. Das war die arme Frau. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt reicht es mir und habe die Sache auf die Prestige-Ebene genommen. Beim Vogel gesagt, Herr Vogel, also für mich ist das jetzt eine Prestige-Frage. Entweder klappt das oder wir machen hier Schluss mit allem. Oder Sie müssen mir sagen, irgendeinen vernünftigen Grund, der für mich einsehbar ist. Da kam eine Woche später und sagte, die kann ausreisen. So, ist in Ordnung. Das Mädchen ist ausgereist zu ihren Eltern, die waren also happy und glücklich, können Sie sich vorstellen. Haben die mitgenommen nach dem Westen und auf Reisen, ich glaube in Kairo waren und überall. So. Und nach ungefähr, ich war, können Sie sich vorstellen, war auch zufrieden, Akte zu, wunderbar. Alles Tüten und Papier. Und es dauerte, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr, sitzt die Mutter wieder bei mir, weint. Ich sage, was ist denn los? Ich sage, inzwischen war die auch volljährig geworden, das Mädchen. Ich sage, ja, also sie hätte sich, ich will den Namen nicht nennen, damit man es nicht rausbekommt, er liegt mir auf der Zunge. Sie hätte sich gut eingebildet, alles ganz prima und so, aber. Sie hätte in die DDR zurückgewollt zu ihrer Großmutter und sei eines Tages aufgebrochen und weg. Und jetzt säße sie bei ihrer Großmutter. Sag, na und? Nun gut. Sagt sie, weit gefehlt, Herr Rilling. Jetzt sitzt sie da seit ein paar Monaten und jetzt erkennt sie, was für einen Fehler gemacht. Und jetzt will sie wieder raus. Sie erbarmt und weint und bricht dort zusammen. Sie will wieder raus. Ich denke, Hilfe, was machst du denn? Habe mich aber mit Vogel nochmal in Verbindung gesetzt und gesagt, dass ganz offen so ist die Lage. Sie müssen nochmal helfen, die will raus. Passierte nichts, nichts.
Und das dauerte wieder eine ganze Weile. Und dann habe ich nochmal sozusagen die Reißleine gezogen. Ich sage, wohl, ich will jetzt wissen, warum ihr sie verweigert. Und siehe da, sie durfte nochmal ausreisen. Alle happy und so. Und irgendwann habe ich den Vogel mal gefragt. Ich sage, hören Sie mal, Vogel, was ist denn eigentlich der Hintergrund gewesen, dass er wegen so einem kleinen Mädchen so ein Theater macht? Ja, sagte er, die Sache war furchtbar einfach. Diese junge Dame hatte sich in der DDR in einen Herrn verliebt, der leider auch noch verheiratet war und ein SED-Funktionär war. Und der hat verhindert, dass das ist nicht eine schöne Geschichte. Unvergessen, ja.